Ja, hi, erstmal. Ich habe mir tatsächlich kurz überlegt, irgendwas vielleicht aufzuschreiben, damit ich nichts vergesse, was ich euch nochmal mitteilen möchte. Habe es aber gelassen, weil ich finde, das kommt dann einfach von Herzen und ist ehrlich gemeint, wenn ich das spontan mache. Möchte es nicht runterspielen, das ist natürlich für mich persönlich eine spezielle Woche, mit einem für mich persönlich großen Highlight auch am kommenden Spieltag am Samstag gegen Halle. Aber das ist im Moment sehr zweitrangig, denn in erster Linie geht es gerade nicht um einzelne Personen, sondern es geht um diesen Verein als Ganzes, um das Umfeld, um die Stadt, um die Mannschaft, um uns alle letztendlich. Wir haben Samstag ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel vor der Brust. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass es ein speziell für mich entworfenes Sondertrikot geben wird, in dem wir spielen. Das ist eine Riesenehre für mich. Aber wichtig war noch nie, in welchem Trikot man das Spiel spielt, sondern was die Spieler, die da drin stecken, was die auf dem Platz abliefern. Und ja, ich kann euch sagen, dass es Samstag vorkommen wird, dass die Spieler, die in diesen Trikots stecken, auch wieder Fehler machen werden. Und dass uns Dinge nicht gelingen werden am Samstag. Und dass es vielleicht auch Phasen in dem Spiel geben wird, wo wir uns selbst helfen müssen, aber wo wir auch ja, auf eure Unterstützung angewiesen sind. Und die Wichtigkeit dieses Spiels ist uns allen bewusst. Es geht, wie gesagt, nicht um mich oder um irgendeine andere einzelne Person, sondern es geht nur um diesen Verein. Und wir haben ein absolutes Endspiel am Samstag vor der Brust. Und ich habe es oft genug erlebt in diesem Verein, dass, wenn die Zeiten am härtesten waren, dass wir immer enger zusammengerückt sind. Und ich wünsche mir einfach von uns allen, dass wir das am Samstag nochmal schaffen. Wir wissen, dass wir als Mannschaft vorweggehen müssen. Und ich verspreche euch hiermit, dass wir das tun werden. Von der ersten bis zur letzten Sekunde werden wir alles, was in uns steckt, auf den Platz lassen. Wir werden alles raushauen, wir werden alles geben. Und ich hoffe einfach, dass wir das alle zusammen nochmal hinbekommen, eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen, wie sie bei Heimspielen schon so oft da war. Und dann bin ich auch ganz, ganz sicher, dass wir diese Saison am Samstag zu einem positiven Abschluss bringen werden. Und das kann nur der Klassenerhalt sein. Und lasst uns einfach zusammen nochmal alles raushauen, was in uns steckt. Wir auf dem Platz, ihr auf den Rängen. Und dann werden wir einen richtig, richtig geilen Tag haben. Wir werden ein richtig geiles Spiel erleben. Und nochmal, ich verspreche euch, wir werden alles raushauen, was in uns steckt. Ich werde alles geben, ich werde vorweggehen. Ihr habt mein Wort darauf. Ich kann nur nochmal wiederholen, natürlich ist es für mich ein besonderer Tag, aber das spielt eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, denn es geht nur um uns, es geht nur um diesen Verein. Also lasst uns das Ding am Samstag zusammen rocken, lasst uns den Heimsieg gegen Halle holen und dann lasst uns eine richtig geile Party feiern danach. Lasst uns alles geben und alles raushauen. Wir schaffen das.